So Freunde, willkommen. Vergesst Luna, Speed Team, vergesst das Dots Team. Belial ist in Giants angekommen. Ja, eigentlich wollte ich das gar nicht machen. Aber nachdem da irgendwie doch ganz schön Interesse, sage ich mal, besteht und ist ja eigentlich recht fix gemacht, ne? Ja, das Team seht ihr schon, also ein neues Giants 12er Speed Team halt, ne? Ich sag's gleich irgendwie vorweg. Wer es irgendwie nicht bauen kann, ganz ehrlich, ihr verpasst nicht viel. Bleibt irgendwie beim Dot-Team, das ist fast genauso schnell. Das ist ultra safe mittlerweile, ja. Super easy zum Bauen. Und ja, das ist halt wirklich irgendwie einfach so das, die Creme de la Creme, sag ich mal, irgendwie so das ja, i-Tüpfelchen halt, ne. So, schauen wir direkt mal nach 10 Runs, wie unsere Zeit ausschaut. Durchschnittlich 37 Sekunden, 38 Sekunden und beste halt war 23 Sekunden. Ich habe gestern eine neue Bestzeit irgendwie gehabt. Ich glaube 21 Sekunden und eine Millisekunde oder so, oder eine Hundertstel halt, ne? Ja, so sieht ein Run aus. Das Problem ist einfach mal wieder, oder das größte Problem, die Lucian AI, ja. Also wenn sie endlich mal irgendwie was an der Lucian AI machen würden, das wäre halt mega nice. Okay, das ist auch schon mal ein ultra langsamer Run, aber weil kein Death Brick gelandet wurde. Ja, es, keine Ahnung, es kommt viel RNG wieder zusammen, also zumindest bei mir. Ich habe auch nicht irgendwie das beste Trigger-Root-Team, also da gibt es Leute, die deutlich bessere Trigger-Root-Teams haben und auch, glaube ich, deutlich bessere Zeiten als ich zusammenbekomme, aber ja, keine Ahnung, habe ich gestern noch mit irgendwie gespielt, habe mir gedacht, ich probiere es und ja, ein bisschen dran gearbeitet. Ja, ihr seht es auch hier, auch wenn es irgendwie nicht perfekt läuft, Lucian stirbt, Demon stirbt sogar, wahrscheinlich stirbt sogar ein Trigger-Root jetzt am Ende, schaffen sie es aber trotzdem immer, weil sogar wenn er jetzt nicht gestorben wäre, wäre der Demon wieder zurückgekommen. Also das Team ist mittlerweile wirklich, ich meine, schau, eine Minute, zwei Run her, also schlechter, glaube ich, geht es wirklich nicht, aber mittlerweile habe ich es, glaube ich, wirklich hinbekommen, das Team halt safe zum Bauen. Mit einer Änderung, die ich halt gemacht habe, irgendwie vor einer halben Stunde so in die Richtung. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns halt wie immer Runen gleich an. Wir schauen uns halt irgendwie noch den Runder fertig an. Ich hoffe, Lucian derpt nicht. Wunderbar. Das wäre wirklich halt, wenn Lucian nicht derpen würde, dann wäre das absolut geil, ne? Ja. Pew Pew. Demon ist halt wirklich nice beim Endboss halt, ne? Der macht halt abnormalen Damage. Ja, 26 Sekunden Run. Okay, dann würde ich sagen, Runen halt wie immer. Lucian halt ist im Storage. Und wer den Demon nicht hat, ja, ist glaube ich irgendwie im Arsch. Ich weiß nicht, ob es geht, ich habe es nur gerade irgendwie in den Kommentaren gelesen. Dass die Windkette Second Awakened irgendwie eine Option sein soll. Kann ich irgendwie nicht sagen, ja. Ich sehe irgendwie Vorteile und Nachteile bei ihr. Ich glaube, sie ist damage-mäßig ein bisschen lower als der Demon, ne? Vorteil aber bei ihr ist, dass sie Wind ist und halt, ja, dass du halt auf Crit Rate verzichten kannst und eben weil sie Wind ist halt, dass sie vielleicht länger überlebt halt, ne? Aber, ja. So, das ist mein Lucian. Ja, wichtig eben halt, dass er die Wave halt komplett one-shotten kann. Artefakte helfen da extremst, ne? Auch wenn das irgendwie ein Defense-Ding ist, ist natürlich suboptimal, aber hat 15% Damage auf Wasser. Ne? Alles irgendwie, was irgendwie Damage erhöht, ne? Ist gut. Zweites Artefakt, ja, Crit Damage natürlich am dritten und alles. Ne? Da wird sogar auch mehr gehen, also hier statt Defense-Ding halt natürlich Attack wäre besser, also auf jeden Fall halt irgendwie noch Potenzial nach oben. Ansonsten halt Fatal Blade oder halt Rage Blade. Fatal Broken ist meiner halt, ne? Ja, vielleicht geht sogar Full Broken, wird wahrscheinlich auch gehen, wenn man genug Stats halt hat, ne? Ja. Größte Problem ist halt eben wirklich, dass eben Lucian nicht seinen dritten Skill immer macht, halt wenn er ready ist, das wäre, ne? Gut, ansonsten halt meine Trigger Roots, die sind wirklich meiner Meinung nach nichts Besonderes. Wenn man den gerade sieht, was ich geändert habe, ist, dass ich einem Trigger Root ein Shield Set gegeben habe. Oh, das hilft prinzipiell immer, dass, also wenn irgendwie man ein Speed-Team baut und es irgendwie Probleme halt gibt, probiert es irgendwie mit einem Shield-Set, vielleicht sogar zwei wären möglich, ja. Seit ich das irgendwie probiert habe mit dem Shield-Set, habe ich jetzt irgendwie so 50 Runs in die Richtung gemacht.
Und es hat bis jetzt kein einziger gefailt. Ja, ich hoffe, es bleibt so. Ja, ich meine, dass die Runs nicht perfekt sind, okay. Aber dass du dann einfach wirklich verlierst, ist halt eben nicht. Einfach weil der Demon teils halt wirklich, ich sage jetzt mal, mit 5 HP überlebt, ja. Das würde er nicht tun ohne dem Shield Set halt. Ne? Also Shield Set auf jeden Fall okay. Ja, ansonsten Trigger Rules halt. Ja, so viel Damage wie möglich. Artefakte halt irgendwie. Ich habe meine halt einfach für Dragons halt, deswegen hat der zum Beispiel hier Schaden und Feuerattribut, ja. Ja, die sind prinzipiell nichts Besonderes. Also die sind wirklich, das ist. Hat halt viel Damage hier durch gemeinsame Angriff, aber sonst sind die Stats halt übertriebenst low. Ich habe auch nur einen auf Crit Damage gebaut, einfach weil ich es nicht anders hinbekomme, ja. Wichtig ist halt, dass man Accuracy hat, ne. Accuracy auch durch. Hier, ich meine, das Artefakt ist kompletter Müll eigentlich, ja. Das Einzige, was da irgendwie gut ist, ist eben die 3% Damage durch Defense, aber der Rest ist halt kompletter Müll, ne. Sollte ich irgendwie mal ändern. Genauso das, aber ich habe halt einfach nichts Besseres. Ist halt einfach so, ja. Das ist auch nicht irgendwie das Beste. Ein bisschen Accuracy, ein bisschen Crit Damage. Ja, aber. Ne? Und dann haben wir den Kollegen hier. Das ist der einzige Trigger Rule, den ich auf Crit Damage habe. Einfach hier, weil die Rune 43% Defense halt hat. Ne? Ja, ich habe auch hier so ein paar Determination Sets oder Entschlossenheit Sets. Ne? Ja, das Artefakt ist auch komplett crap. Für Giants halt zumindestens, ja. Es ist halt, wie gesagt, mein Trigger-Team ist halt eben für Dragons halt, ne? Also irgendwie Max Damage, sag ich mal, auf Dragons halt, ne? Tja. Dann haben wir noch. Wo ist er, ey? Wo ist mein scheiß Bailey, halt, ey? Ist im Storage? Na, oder? Wirklich? Ja, da ist er. Gut. Ja, mein Bailey. Ja, logischerweise auf einem Rage-Build alles, was geht, in Damage halt, ne? Da gibt es auch Leute, die deutlich mehr Damage haben, also, ne? 280 Crit Damage, 270 Crit Damage, sowas. Ja, ich krieg's halt nicht hin. Meine Rage-Sets sind halt nicht so besonders. Ich habe hier zum Beispiel eine recht coole Destroy-Rune hier mit 31 Crit Damage. Die zum Beispiel ist auch übertrieben scrappy, aber ich habe einfach nichts anderes, weil ich brauche. Ich brauche irgendwas mit 14 Crit Rate, ja. Sonst hat meiner nicht 100% Crit Rate und die restlichen Runen, die ist wirklich gut, ja. Die ist wirklich, wirklich gut. Sonst, da hätte ich irgendwie auch gerne eine andere statt Accuracy. Accuracy bringt mir natürlich gar nichts. Wäre cool, wenn irgendwie HP oben wären, dass er irgendwie noch ein bisschen mehr überlebt, aber habe ich leider auch nichts Vergleichbares irgendwie. Ja, ansonsten halt, Speed braucht ihr insgesamt 153, ja, wenn euer Speed-Totem gemaxt ist. Mein Belial kommt als letztes dran. Ich habe es irgendwie schon probiert als vorletztes. Macht irgendwie keinen Unterschied, weil der Giant halt einfach revenged, ne? Aber das ist auch wieder so random halt einfach beim Endboss halt, wenn die Trigger-Rules halt irgendwie als viertes dazu nehmen oder als drittes oder keine Ahnung, ne? Einmal ist Lucian, einmal ist der Belial. Artefakte, logischerweise alles irgendwie, was Damage erhöht. Hier habe ich auch Damage an Wasser. Und ja, hier halt auch, umso höher die HP sind, Crit Damage am ersten, umso niedriger die HP sind und halt die 2% Attack, da wäre auch noch einiges möglich. Ja, also Potenzial, sage ich mal. So, das hat jetzt sicher gefailt, oder? Jo, ah, okay, doch nicht. Gott sei Dank, Kevin. Keinen Platz hier im Inventar. Das ist natürlich schlecht. Aber, falsches Dings. Das Gute ist, dass es geändert hat, weil wir keinen Platz haben und nicht, weil es gefailt hat. Also, es hat bis jetzt wirklich, seit ich dem einen Trigger Rune das Shield Set gegeben habe, hat es bis jetzt wirklich noch nicht gefailt, ganz ehrlich. Davor war es irgendwie ab und zu mal irgendwie, ich bin halt irgendwie kein Freund davon, wenn es ab und zu mal failt. Also, da bleibe ich dann lieber beim Dot-Team. So war es auch irgendwie bei dem Luna-Team. Es hat halt leider ab und zu mal gefailt und es ging mir übertrieben am Sack. Deswegen bin ich wieder zurück zum Dot-Team halt, ne? Ja. Keine Ahnung hier. Sonst glaube ich nicht, dass man viel. Seht ihr da zum Beispiel. Ich meine, ich glaube, er hätte es überlebt ohne Shield Set. Aber es ist manchmal auch deutlich
knapper halt mit seinem HP. Das Ding ist halt, er killt sich halt selbst, ja. Er macht halt mit dem zweiten Skill, ne, opfert er irgendwie seine HP, ne. Um 50%, glaube ich, der aktuellen HP. Und ja, deswegen kann er halt irgendwie schon ab und zu mal sterben. Deswegen, wie gesagt, also seit ich das Shield Zelt habe, hat es bis jetzt noch nicht gefailt. Also, was nicht heißt, dass es irgendwie nicht failen könnte. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es sich deutlich verringert hat. Also, zumindest, wenn möglich, sollte man wirklich schauen, ein Shield Zelt. Oder ihr habt halt genug Tanky Stats, kann auch sein, ne? Ich glaube, das ist so Max Damage. Keine Ahnung. Ich glaube, irgendwie, ihr könnt ein bisschen schneller sein, wenn wir mehr Damage hätten beim Mid-Boss, ja? Irgendwie, dass da vielleicht ein so ein Trickaroo gar nicht drankommt, so in die Richtung. Beim Endboss, glaube ich, ist der Damage gar nicht so. Er macht halt wirklich so extremst viel Damage. Okay, schauen wir mal hier. Das könnte gerade interessant werden. Aber auch nicht. Nicht mal. Jetzt Revenge da halt. Na, nicht einmal dann hier. Der Demon wäre nämlich zurückkommen. Hätte sein können, dass ein Trickaroo gerade noch stirbt, aber dann wäre trotzdem der Demon zurückgekommen. Und spätestens dann wäre der Giant auf jeden Fall down. Er macht halt auch Dings Defense Break, ne? Und wegen dem Defense Break attacken dann eure Trickaroos alle zusammen nicht mehr. Ist mir auch schon aufgefallen, aber ist alles scheißegal. Es ist. Ja. Damals die Wave halt irgendwie nicht geschafft, weil der Demon leider keinen zweiten Skill benutzt hat. Beim Endboss ist es wurscht, ja, ob er ersten oder zweiten Skill used. Wobei der erste, glaube ich, sogar nochmal mehr Damage macht, aber ist wirklich wurscht, ja. Beim Midboss ist halt leider nicht egal. Und je nachdem halt, das ist halt, ja, schade, dass die AI einfach. Scheiß auf die Demon AI, die Lucian AI ist halt wirklich das. Ne? Da seht ihr, da ist mein Demon, glaube ich, wäre gerade verreckt. Ohne Shield Set. Ich meine, er verreckt trotzdem, aber es ist ja egal, ne? Ja. Holy shit, wir sind eh schon irgendwie bei 12 Minuten. Gut. Ja, ich glaube, das war's halt, ne? Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Ich habe das da gerade wieder so übertrieben spontan gemacht, halt einfach. Ich schreibe mir irgendwie nie was zusammen oder so. Bin doch gerade irgendwie aufgestanden, ja. Also, falls ich irgendwas vergessen habe oder sonst irgendwie Fragen, wie gesagt, oder gerne in die Kommentare, wie immer halt, ne. Und wer es nicht bauen kann, ganz ehrlich, bleibt beim Dot-Team, ja. Das ist so viel einfacher zum Bauen, so viel einfacher zum Runen. Das ist genauso safe. Es ist so gut wie genauso schnell. Also von der Bestzeit her ist es ja nicht viel anders. Nur die durchschnittliche Zeit ist im Normalfall besser als die vom Dot-Team, ja. Einfach weil, glaube ich, weniger RNG halt, ne. Das ist die Shield-Zeit halt. Ohne Shield-Zeit wäre der Demon gerade wieder verreckt, ne. Also Shield-Zeit wirklich MVP. Zumindest wenn man halt so einen Squishy-Demon hat wie meiner, ne. Ja. Wie viele Runs haben wir da jetzt irgendwie? Na gut, nicht genug, weil wir ja, vorher nicht genug Runen hatten. Ja. Okay, Freunde. Also, Schluss. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.